So, und da bin ich wieder mit Let's Play The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ich habe nach dem letzten Part jetzt keine Aufnahmepause gemacht. Ich will das nochmal versuchen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so genervt werde von dem scheiß Viech noch. Auf jeden Fall, Sekunde, ich lade mich mal lieber eben voll auf. Das, ich glaube, hier war nämlich noch eine Vase und wenn ich Glück habe, ist da ein Herz drin. Jupp, genau. Zelda, du stehst beim Weg. Oh, jetzt werde ich wieder müde, na toll. Da. Ist eine Plattform. Aber da war doch ein Feuerding, ne? Im Weg. Warte. Ja, Zelda, beweg doch mal deinen Hintern. Das ist doch echt... Aber warte mal, Zelda kann sich ja da vorstellen, ne? Okay. Zelda, stell dich da mal vor. Danke. Okay, da geht's noch weiter. Wenn ich mich jetzt... Da! Hey, von dieser Plattform aus kannst du auf mein Schild springen. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Wenn ich jetzt noch was sehen würde, wäre das halt geil, ne? Er rennt da jetzt wieder rüber. Ha! Ha! Oh, geh da weg. Oh, doch nicht. Ich dachte gerade, das fliegt jetzt richtig in die Luft. Bum, bum. Und ich bin gleich tot oder so. Ja, hol dir mal das Herz. Danke. Das Herz, genau. Den Rubin. Weil Herzen auch aussehen wie Rubine und blau sind. So, ich bleib mal eben, ich wollte mal eben auf Zeldas Rücken sitzen bleiben, solange wir da noch an dem Ding vorbei müssen. Ey, man pfeift echt so richtig nach ihr, wie so ein Hündchen. Ah, da sind immer nur Herzen drin, die will ich eigentlich nicht verschwenden. Wer weiß, wann ich sie nochmal brauche. Und was ist hier jetzt? Oh nee, nicht noch einer. Oh nee. Ach komm. Na komm, Zelda. Beweg dich doch mal etwas schneller. Kannst du nicht so unwahrscheinlich lahm sein, ey. Na gut, die Rüstung ist zugegeben etwas schwer, aber... Bisschen schneller geht das doch bestimmt auch. Sogar bei dir. Ich finde das schade, dass man die Kamera nicht noch so ein bisschen... Na gut, ich nehme alles zurück. Man muss einfach nur ein bisschen länger warten. So. Weil sonst ist der Raum so klein, den man mit ihr gehen kann. Aber das scheint... So. Sehr schön. Die lassen ja sogar richtig Herzen fallen. Ich glaube, ich bleibe sicherheitshalber mal auf ihr drauf. Einfach, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da noch mehr von diesen Viechern kommen können. Da ist eine Schatzkiste. Aber da komme ich von unten irgendwo ran. Okay. Später mal gucken, wie ich da rankomme. Das dauert jetzt zwar irgendwie... Oh, das dauert mir zu lange. Dann laufe ich lieber gleich nochmal zurück. Ich hasse das, mit so einem Tempo durch die Gegend zu eiern. Gut. Nee, du kannst mir einfach folgen. Okay. Und das wäre schlecht, wenn ich auf ihr drauf sitze. Das spricht irgendwie dafür, dass man auf ihr drauf sitzen muss, ne? Ja, schon. Irgendwie. Tool. Ich muss das wahrscheinlich... Ah, ja, ich hab's geschnallt, wie ich das machen muss. Ich muss dann jetzt, muss mich wieder auf sie draufsetzen. Wäre ich doch mal nicht runtergesprungen. Aber was soll's. Und, dann muss ich das Ding da runterpusten. Dann kann ich mir den Schlüssel nehmen. So. Dann springen wir dann da drauf. Und laufen ein Stückchen. Müssen gleich schön aufpassen, dass ich mich da nicht in die Flammen stürze da oben.
Das wäre nicht so günstig. Die haben das einfach bis hierhin nach vorne. So, und es gibt Gas. Danke. Wunderbar. So. Dann stellen wir uns hier mal so ein bisschen so hin. Und jetzt stoppen wir. Und wunderbar. Ich muss noch nicht mal zielen. So. So dachte ich mir das auch. Jetzt kann ich hier runter und du folgst mir. Wie so ein Hündchen, echt. Ich muss denken, das jedes Mal, wenn der so pfeift. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lässt sich verschlossene Türen öffnen. Berühre eine Tür, um sie zu öffnen, aber du kannst sie nur einmal verwenden. Jetzt frage ich mich natürlich gerade, welche Tür das ist. Wahrscheinlich die da, ne? Würde wahrscheinlich am meisten Sinn ergeben. So, Zelda kann mir wieder folgen. Muss ich da vorstellen. So. So macht das doch auch gleich viel mehr Spaß. Nee, ich habe wirklich nichts gegen schwerere Rätsel. Habe ich wirklich nicht. Aber das, ich weiß ja auch, was ich mich eingelassen habe, als ich gesagt habe, ich spiele Zelda. Aber sowas ist einfach todnervig mit diesen Monstern. Ich hasse sowas. So, die Tür müssen wir aufmachen. So. Und weiter geht's. Zelda, ein bisschen schneller, wenn es genehm ist. Warte bitte. Ja, dann lauf doch ein bisschen schneller. Huh? Wie, das war schon? Das ist etwas tot, doof. Die Gleistafel ist hier, Link. Okay. Weil da war noch diese Schatztruhe, wisst ihr? Ha, dann muss ich mir die gleich noch holen gehen, irgendwie. Die würde ich mir gerne noch holen. Ich will ja nicht gleich schon was zurücklassen. Du hast die Schneetafel erhalten. Wunderbar. Da oben anscheinend, ja. Okay, was ist das? Okay, wir mal angucken. Die Strecke zum Schneetal ist wieder da. Gehe ich da jetzt runter? Ja, muss ich eigentlich, weil sie hat ja ihren Phantomkörper nicht mehr. Wohl, kann ich jetzt so zurückgehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Noch kann ich schon, aber ich kann hier nichts mehr ausrichten ohne sie. Aber ich kann die Phantome unten ja nochmal besiegen und so. Das muss ich dann vielleicht gleich eben machen. Das wäre jetzt zwar etwas nervig, aber... Ich weiß nicht, ich habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon fertig sind hier. Das ist ja... Sehr komisch. Oh. Und schon wieder müde. Ah, das war ich beim Aufnehmen von Dragon Quest gestern auch. Ständig. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Weil, wie gesagt, ich schlaf genug. Es ist Wochenende. Ich habe eigentlich keinen Grund, müde zu sein. So, jetzt gehe ich hier doch nochmal kurz hoch. Aber man kann ja, ich glaube, in die anderen Räume halt auch immer wieder reingehen. Insofern, ja, könnte ich das sonst auch noch später machen, wenn ich das jetzt gar nicht schaffe. Guck, das da. Da war ich doch nie, oder? So, dann gehen wir erstmal wieder hier rein. Tut mir leid, wenn euch das jetzt etwas zu langweilig ist, aber ich will eigentlich keine Schatztruhen zurücklassen. Da können Herz und Container und sonst was drin sein. Oder Herzstücke. Deswegen lasse ich ungern was zurück. Ich will es wenigstens nochmal versuchen, daran zu kommen. Wenn nicht, dann muss ich das halt ein andermal nochmal machen, aber ich will es wenigstens versuchen. Ach so, ich bin noch doof. Ich muss ja jetzt erstmal warten, bis er da rüber geht und dann muss ich das ja drüber schießen. Ich dachte mir gerade, warum liegt das da hinten nicht? Aber nee, ist schon klar, warum das da nicht liegt. Upsala. Hallo? Achso, ich wollte gerade sagen, hallo? Kommt da nochmal was? So, jetzt müssen wir nochmal kurz eine Runde warten. Ich hoffe, ich kriege das mit dem hier unten gleich hin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ich weiß nur, dass das ein ziemlicher Krampf war.
Los, komm schon, Phantom, bisschen schneller. Das kann doch nicht so schwierig sein. Eigentlich, oder? So. Gut, dass die hinten wirklich gar nichts sehen. So, haben wir den ersten schon mal. Du hast einen Lichttropfen erhalten. Hast du drei davon, stärken sie dein Schwert. Danke, ich weiß. Dadurch, hierhin. Das greifen wir uns auch. Du hast einen Lichttropfen erhalten. Hast du drei davon, stärken sie dein Schwert. Ah, ich gehe hier lieber nochmal eben rein. Obwohl, der geht gar nicht bis hierhin, ne? Ne. Stimmt doch, habe ich ganz vergessen. Oh. Das war jetzt was ungeschickt. Oh, fast hätte er mich gesehen, Absala. So. Ha, das war diesmal ja ganz leicht. Du hast deinen Lichttropfen erhalten, hast du drei davon, stärken sie dein Schwert. Die heilige Kraft der Tropfen stärkt nun dein Schwert. Jetzt kannst du Phantome von hinten angreifen. Aber erst will ich einmal kurz mein Herzchen noch auffüllen hier. Danke. So, und jetzt laufe ich dir hinterher. Oh, na toll. Wunderbar. Ja gut, komm her. Komm her, komm her, komm her. Dann dreht er mir gleich wieder den Rücken zu, wisst ihr? Kann ich ihn jetzt einfach jetzt... Dreht er sich gleich wieder um. Genau, und jetzt kann ich ihn dann von hinten angreifen. So. Gut. Jetzt haben wir Zelda hier, ihr Zeichen auf dem Rücken. Jetzt komme ich da auch durch wieder besser. So. Und komm, Hündchen. Oh, Zelda. Ja, ja, ja. Du musst dich halt ein bisschen... Ah, ah, war das eng. Ich wäre da fast runtergefallen. So. Okay. Gut. Ja, hier kann ich sonst definitiv nichts mehr machen. Hier sind keine versteckten Wege oder irgendwas. Laufe ich hier nochmal die Treppe hoch. Bin ich da gerade irgendwo gegen eine unsichtbare Wand gerannt? Whatever. Da, das da oben. Irgendwie muss ich da rankommen. Vielleicht versuche ich da doch gleich nochmal so rüber zu springen. Irgendwie muss ich da ja rüberkommen. Ja. Das Tor müsste alles offen sein. Ha, ich will hier nicht runterfallen. Nein, nein, nein. Vorsichtig, Link. Ganz vorsichtig. Nicht runterfallen. Gott, jetzt renne ich hier noch ein zweites Mal durch, ey. Auf solche bescheuerten Ideen komme auch nur ich. Ich glaube, ich breche den Part jetzt noch nicht ab. Ich glaube, ich lasse den diesmal jetzt halt ein bisschen länger. Ich habe keine Lust, den ehrlich gesagt jetzt für so einen Scheiß abzubrechen. So. Ja, genau. Spring runter. Du folgst mir, Hündchen. ich bin so doof. Es passiert mir letzte Zeit ständig. Dass ich versehentlich das einfach irgendwie ziehe. Wisst ihr? So. Jetzt wieder gut, ne? Fast gut. Jetzt gut. Okay. Sorry, das habt ihr nicht gesehen, ne? Ja, das liegt einfach daran, dass ich jetzt hier so am Rumwuseln bin. Und wenn ich am Rand bin, dann kommt es halt manchmal vor, dass ich einmal das Fenster größer ziehe versehentlich. Einfach, weil ich das halt irgendwie... Ja. Stopp. Weil ich halt hier die ganze Zeit am Rumwuseln bin eben. Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich jetzt von ihr hier runterspringen. Du sollst dich da draufstellen, Mädel. Stell dich da mal drauf, Mädel. Meinte ich, komm hier, kann ich jetzt so von ihr runterspringen? Ich speichere mal sicherheitshalber vorher. Ja. Der Sprung ist nämlich jetzt etwas wagemutig.
Link, stell dich nicht so an. Ein so ein wagemutiger Sprung, das kriegst du ja wohl hin. Willst du mich verarschen? Los, komm schon. Hä? Kommst du doch bestimmt irgendwie hoch. Ich verstehe dich nicht. Das ist doch nicht so hoch, oder? Ja, ich kann leider auch die Perspektive nicht drehen. Aber für mich sieht das ehrlich gesagt nicht so hoch aus. Ey! Ich bin definitiv nicht in der Lava gelandet. Aua. Jetzt bin ich definitiv in der Lava gelandet. Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hä? Was machst du da, Zelda? Zelda, sei nicht so doof. Mach einfach. Danke. Mutter. Mal diese komischen Geräusche, die der macht. Warte mal, kann ich das vielleicht von hier oben aktivieren mit dem Luftding? Irgendwie muss ich da doch jetzt drankommen. Oder meint ihr, dass ich da erst später drankomme? Nee, da muss ich definitiv hin. Hm. Zelda, nerv mich nicht. Mach einfach. Mach einfach mal das, was man dir sagt. Ich glaube, das kann man auch nicht mit Wind aktivieren. Selbst wenn ich sehen könnte, wo es steht und wenn mir nichts im Weg wäre. Ich verstehe das nicht. Wieso geht das nicht? Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Wir sind jetzt schon mal 17 Minuten. Ich überlege mir nochmal was und... Aber ich glaube, ich komme hier allgemein noch nicht hin. Von meinen Fertigkeiten her nicht. Weil ich kann hier ja auch nicht runterspringen. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen, dass man hier irgendwie runterspringen kann. Aber vielleicht... Ah, Zelda, du bist so eine blöde Nuss. Ah, mach, was du willst. Also, ich mache jetzt erstmal einen Cut. Also, bis zum nächsten Mal. Adios.